Erstmal ins Feuer, ne? Ja, kannst du auch, ja. Bevor ich da irgendwann verprügelt werde von so einem Kritzen. Ja, die Möglichkeit besteht, weil in diesem Wald bin nämlich, wenn du noch ein Eindringling bist und gleichzeitig auch noch menschlich bist, können andere Spieler beschworen werden, die diesen Wald verteidigen. Ich werde sie zerstören. Ich habe harte Rüstung. Das werden wir sehen. Ich habe eine große Keule. Und ein großes Schild. Ja. Und eine lustige Kappe. Nee, du musst nach links. Na, ja, warte. Nee, rechts. Du musst relativ mittig. Da? Ein bisschen weiter nach links. Ja, ja, da, genau. Oh, hi. Da kommt man schon Gegner. Und da ist ein Zauberer rechts. Unter dem Baum. Ja. Mit dem Jüdisch wird das auch gehen. Hallo Zauberer. Da ist auch schon das Instagram. Als hätte ich es gewusst. Jetzt musst du zurückgehen und warten, bis der Typ kommt, weil in dem Wald sind noch mehr Gegner. Und der hätte Hilfe drin, weißt du? Muss man aufpassen, hinter dir immer. Sonst kann ich backstimmen. Also. Ist das jetzt ein richtiger oder was? Das ist ein richtiger, ja. Oh, oh, oh. Da kannst du schon mal reingehen und dem richtig eine scheppern. Aber pass auf, die sind flink. Also der ist schon mal seine Waffe am Leuchten, das ist schon mal schlecht. Boah. Okay. Kann witzig werden. Der versucht hinter dir zu kommen, ne? Immer dran denken. Ja. Ein sehr spannender Kampf. Also will er noch flink machen, aber der wird es halt nicht schaffen, ne? Ne, noch nicht. Das Ding ist, wenn du daneben schlägst, bist du so langsam, dass du oh, scheiße, Feuer. Okay, aber das ist noch schwach Feuer. Ah, eine Verzauberung. Ja, schon mal schlecht. Wenn er daneben schlägt, dann kannst du zuhauen übrigens, weil der braucht dann immer noch ja, so ein paar Millisekunden. Er muss auf jeden Fall zuschlagen, weil er ist eine Verzauberung. Wenn die ausläuft, dann muss er neu casten. Und das kann er, glaube ich, nicht. Hat ihm viel Ausdauer gekostet, glaube ich. Ja, Junge, was hast du vor? Oh, da kommt ein Zweifel. Jetzt wird es natürlich schwierig. Direkt so ein Brecher, ey. Ja, was ist denn los hier? Warum kommen die denn alle, ey? Ja, weil du ein Eindringling bist. Ja, du das bist ist menschlich. Toll. Wo ist denn Amrik los? Neben dir, da. Der hat ein ganz schön dickes Schwert. Er vermöbelt ihn. Oh, geil. Nice. Der entwertet deine Welt. Und er verhaut ihn jetzt. Das finde ich sehr witzig. Da kannst du natürlich jetzt erstmal zugucken. Die rennen auch gerade da rein, wo die Gegner sind. Deswegen würde ich da eh nicht hinterher rennen. Oh, er hat den platt gemacht. Oh, das ging aber schnell. Ja, jetzt musst du gegen ihn kämpfen, glaube ich. Der ist, glaube ich, strong, ne? Ja. Oh, da ist ein Big Daddy heißt nicht, glaube ich. Big Daddy Build. Sprich, Zweihänder. Ah, was ist das denn? Was? Der hat ein Feuer Zweihänder. Warum konnte mich backstabben, Alter? Er ist hinter dich irgendwie gerollt anscheinend. Aber wie, ey? Ja, das ist gemein. Jetzt würde ich auf jeden Fall ohne Menschlichkeit da reinrennen. Das wird dir helfen. Und in dieser Richtung kannst du auch wieder gehen. Ja, das ist schon nicht nett. Weißt du, wie man die einfacher besiegt, alle? Ne. Du rennst einmal rein und dann rennst du neben die Treppe rechts. Ja? Also da quasi in so eine Einbuchtung. Genau, da ist auch schon eine Message. Da kannst du drin stehen bleiben. Und wenn du da stehen bleibst, dann flippen die einfach über dich hinweg in den Abgrund. Wenn ich hier stehen bleib? Ja, aber da musst du dir das anlocken. Da ist schon wieder einer. Ja, das ist nur ein Geist von einem anderen Spieler. Ah. Da kannst du sehen, wo die gerade am Kämpfen sind. Ah, ne? Dieser Ritter, der am Anfang kam, der kommt übrigens nicht wieder. Ja, ich schon. Aber der rennt auch zu seinen Kollegen. Das heißt, da kannst du auch einfach wieder zurückrennen.
sieht ein bisschen aus wie Zeitlupe jetzt. Also der wird jetzt auch hinterher sein. Das ist ein Kopfbaum. So, jetzt kannst du ein bisschen im Baum stammen und dann zurück zur Treppe. Bis hierhin? Ja, jetzt zurück. Ganz schnell. Weil da ist so ein komischer Ninja, der kann ich auch wegstellen. Genau, da rechts an der Treppe wieder. Dann bleibst du da stehen, hältst dein Schild hoch und wartest. Das war der erste. Das war der zweite, glaube ich. Ist er auch weg? Warten wir. Ja. Das ist übrigens eine gute Möglichkeit, um zu farmen, wenn du noch nicht so ein hohes Level hast. Ich sag ja, man muss Dark Souls einfach nur austricksen. Die Fehler finden und sie begegnen. Dark Souls ist das, was ist denn hier los? Links. Links, links, genau. So, und da siehst du schon, da ist ein Lagerfeuer mit einem Typen, den musst du auch platt machen. Übrigens lustigerweise quasi die Barbaren-Starterklasse. Er lebt sogar noch. Ja, er lebt noch. Was ist das denn für ein Move, ey? Na ja, da. So. Und da kannst du jetzt dieses Gebäude reinbauen. Und dann direkt links ist eine Katze, mit der kannst du reden. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me, but comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark? Tis but a fairy tale. Have thine. Das Ding ist, du kannst jetzt im Prinzip aussuchen, ob du auch Teil von ihrem Covenant sein willst. Dann greifen die dich nicht mehr an, wenn du da nochmal durchlaufen musst. Wer? Die komischen Geister. Lohnt sich das? Ja, du bist da eigentlich jetzt nur kurz einmal. Also eigentlich? Nö. Also, wenn du nicht da farmen willst, nein. Oder genau, ja, wobei. Dann kannst du den Gang einfach weiterlaufen. Und die ignorieren. Kann ich nicht verprügeln? Nee. Das will ich nicht machen. Das ist eine Katze. NPCs verprügeln ist immer schwierig. Hey. Hey, ich bin ein Stein. Das ist weiter. Wenn du jetzt einmal links rumgehst, quasi links auf da hinten an der Treppe her, aufpassen, da ist wieder ein Abgrund, ne? Da ist ein bisschen vorsichtig laufen. Wieder links. Da ist nämlich eine Truhe und da ist auch was drin. Kennst du noch diese Steinritter? Mhm. Da ist die Rüstung von dir. Mhm. So, und jetzt musst du wieder laufen. Und zwar im Prinzip am Abgrund hierher, genau. Und dann, ja, quasi geradeaus durch. Also so ein bisschen nach rechts. Die Kamera, nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen. Da jetzt durch. Kannst du eigentlich durchrennen. Da siehst du auch schon so ein Leuchten da hinten. Kein Gegner mehr hier? Ja, doch, aber die greifen mich nicht an. Zumindest sind die nicht schnell. Die sind relativ harmlos. Jetzt machen wir uns nicht auf zum Grab von Artorias. Und wer die Geschichte kennt, der wird wissen, dass an seinem Grab sein bester Freund wartet. Der dich eigentlich davon abhalten will, dass du dasselbe machst wie Artorias. Die Dinge sind immer irgendwie spoilerfrei, ne? Chamera. Heiliger. Heiliger trifft es ganz genau, ja. Dann machen wir ein bisschen Leben vorher noch voll. Und das ist tatsächlich ein Gegner, den man eigentlich gar nicht besiegen will, aber leider besiegen muss. Ich wollte sagen, die Tür zugemacht und schaut auf. Und der darf eine spezielle Cutscene, wenn du erst ein DLC gemacht hattest. Da siehst du schon mal das große Schwert von Artorias. Uiuiui. In sehr riesig. Jetzt kommt eine coole Katze.
wirklich ganz schön riesig. Mhm. Oh, hi. Das ist Sif, der. Oh, der Maul ist super riesig. Mhm, Best Friend von Atobe. Und der hat das stärkere Maul, das ist ein bisschen gefährlich. Ja, leicht. Warum sind alle so riesig? Warum bin ich so klein? Oh, shit. Vielleicht bist du in Wirklichkeit ein Zwerg. Du stehst dann immer noch ein bisschen weg. Ey. Weißt du, warum du dich angegriffen hast? Weil ich in dem Jahr von ihm war. Ja, und der will halt quasi die Leute davor bewahren, dass sie dasselbe Schicksal erleiden wie Artorias. Okay. Denn der ist nämlich in den Abgrund gegangen, beziehungsweise wollte den Abgrund halt quasi wieder verdrängen. Das ist so eine dunkle Macht, kann man sagen. Mhm. Und ist dann aber bei dem Versuch wahnsinnig geworden langsam und hat dann gemerkt, dass sein Freund Sif, der zu der Zeit noch relativ klein war, auch kurz davor war zu sterben, deswegen hat er sein Schild, das ihn noch so ein bisschen geschützt hat, an Sif gegeben, damit der nicht drauf geht. Mhm. Und dadurch ist er dann vollkommen wahnsinnig geworden und ja, gestorben mit der Zeit. Und jetzt habe ich diesen Schmuck, den Schmuckgegenstand gekriegt und eine Menge Seelen. Genau. Und den Ring, den brauchst du halt für die Four Kings. Mhm, okay. Du kannst aber einen Heimatknochen verwenden, da ist eh nichts mehr. Okay. Warst du hinter dem Grabstein? Weil da ist nämlich noch ein Ring. Jetzt nicht super wichtig, aber kann man einsammeln, wenn man hier da ist. Klar, wenn es irgendwie hier liegt, ne? Mhm. Und wenn du vorher den DLC gemacht hättest, weil den DLC kannst du den quasi retten aus dem Abgrund, den Sif, dann hilft dir den nicht nur beim Boss vom DLC, sondern erkennt dich hier auch wieder. Der schnuppert dann an dir, merkt, oh, du bist das, und dann will er dich ja bekämpfen, damit du nicht denselben Fehler machst wie Artorias. Okay. Weil er denkt, dass du das dann auch nicht aushältst und stirbst. Gut, aber der wird mich ja sowieso auch umbringen, oder nicht? Ist ja nicht irgendwie, dass er Lorlife ist und dich dann wegschickt oder so. Oder dass er dich, wenn du Lorlife bist, wegschickt. Das wäre cool. Aber da es Dark Souls ist, muss natürlich einer sterben. Also würde mich der Wolf vom Sterben bewahren und würde mich dann umbringen. Du kannst dich zum Feuerbandschrein porten. Ja, im Prinzip schon. Ist halt ein Spiel im Endeffekt doch, ne? Aber ja, so ungefähr. Nee, das Ding ist, du stirbst ja nicht. Das macht ja sogar Sinn. Weil wenn er dich umbringt, dann wirst du ja wiederbelebt. Weil du bist ja ein Untoter, der immer wieder lebt. Du bist ja quasi unsterblich. Das ist ja auch das Ding, warum überhaupt alle... Ja, der ist eh jetzt nutzlos. Das ist ja auch so die Geschichte dahinter. Warum? Nein! Der ist so nutzlos, hast du gesagt. Ja, aber trotzdem musst du den doch nicht töten. Bei mir hat er mich einfach so angegriffen. Echt?
Ja. Glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, du hast irgendwas getan. Zuzutrauen wäre es dir. Sprich mal mit der Feuerhütte drin. Vielleicht hast du noch einen Esso-Flakon verstärken. Ne? Okay. Dann kannst du nach Neulondo gehen. New Londo. Fällt dir was auf? Wir spielen schon seit fast einer Stunde und bist noch nicht einmal gestorben. Yay! Hast du bei dir eigentlich schon die Four Kings gemacht oder ist quasi diese Demon Ruins die erste. Ja. Das erste neue Gebiet, okay? Das erste. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht mehr groß weitergespielt. Mach ich jetzt bald mal wieder. Der typische Menschen frustrierend, ey. Ja, aber den du jetzt gerade im Asylum gemacht hast, der funktioniert fast genauso. Also wenn du die Taktik jetzt quasi auf den anwendest, geht das auch so. Okay. Deswegen hast du quasi indirekt jetzt für den nochmal geübt. Weil ich glaube, an dem ist nicht großartig was anders vom Moveset her. Der macht halt, glaube ich, nur nochmal ein bisschen mehr Schaden. Globe, Globe, Globe. Vielleicht kommen wieder Geister. Das heißt, du musst einen Wanderfluch anwenden. Ja. Wobei, eigentlich brauchst du es nicht, wenn du weißt, wo du lang rennen musst, aber. Ich hab auch nur noch einen. Ja. Aber ich krieg ja gleich sowieso wieder welche. Ja. Ja, ich brauch das halt, um die Geister zu sehen, ne? Ne, um die zu hauen. Oder um die zu hauen, ja. Du musst aber da gleich rechts eine Treppe quasi runter. Deswegen, wenn du weißt, wo du lang rennen musst, brauchst du den eigentlich nicht. Weil die eh nicht dann an dich drankommen. Also was ist denn? Schlitz! Da ist die Packattacke von denen. Eine Dreistheit. Eine Dreistheit. Da ist mal ein Bier trinken, so. Wo jetzt hier? Ja, da jetzt rechts eine Treppe. Da ist schon so eine Nachricht da hinten. Gesundheit. Danke. Jawohl. Jetzt da runter quasi rechts. Auf dieses Ding kannst du dich fallen lassen. Und dann da runter. So, jetzt muss die Kamera rechts drehen. Rechts, rechts, rechts. Da musst du lang. Da? Ja. Und da kommt noch ein Typ jetzt. So, einfach nicht. Das, was du da hast, das ist Schild, ne? Das kannst du auch von dem kriegen, das können die droppen. Und damit kannst du auch Humanity von NPCs klauen. Und wenn du das irgendwie, selbst wenn du das 2-3 Mal machst, dann greifen die dich noch nicht an. Ich glaube, erst beim 4. Mal. Das ist ganz witzig. So, jetzt kannst du geradeaus weiter und dann links ist dann der Treffer, wenn du oben bist. Und ich weiß nicht, ob ich den Blob schon getötet habe. Ich glaube schon. Dann rennst du da einmal raus, rein und dann kommst du wieder raus. So. Hier. Genau, einmal kurz rein und dann direkt wieder umdrehen. Dann müssten wir dich eigentlich verfolgen. Okay, noch nicht. War zu wenig. Junge. Das Blöde sind halt immer die Geister, die da rumrennen noch. Weil, wenn du den Weg wählst, den ich gerade gezeigt habe, ne? Dann triffst du eigentlich keine Geister da oben, aber dann kommen hier unten halt noch zwei, die ich angreifen kann. Das ist immer nervig. Und da drin ist noch einer. Ein Geist oder so ein komischer Ritter? Ein Ritter. Muss weiter reinrennen, der ist glaube ich relativ mittig. Da ist er. Der wird gerade zuschlagen. Jetzt kannst du geradeaus durch und dann links direkt. Wenn du am Ende des Gangs angekommen bist, genau. Da links. Dann kannst du da durch die Nebelwand, die sich gleich auftun sollte, links irgendwo. Da. Ganz wichtig, du musst diesen Ring tragen, gleich beim Bosskampf. Weil sonst, fällst du einfach ins Nichts und bist tot. Was, noch habe ich keine an? Soll ich den jetzt anziehen? Kannst du schon durchgehen, alles gut. Weil jetzt landest du, quasi bist du erstmal auf so einer Plattform, dann musst du runterspringen, um in den Abgrund zu kommen. Oder runterlaufen, je nachdem. So, jetzt würde ich den vielleicht anziehen. Jetzt hast du halt nur die Wahl. Ziehe ich jetzt Havels Ring aus oder den goldenen Ring, der zerbricht beim Ausziehen. Ja, habe ich ja keine Wahl, ne?
Korrekt. Die Frage ist nur, ob das dann. Ne? Macht. Oh Gott. Boah. Okay. Behalt das mal an und zieh mal aber andere Schuhe und andere Handschuhe an. Vielleicht hilft das. Die ein bisschen leichter sind, irgendwie so Silberritter oder so. Oder Goldsaum. Goldsaum ist ganz gut, nimm das mal. Ja, bei den Beinen auch. Ach, geht schon. Easy. So, jetzt kannst du rennen, weil die Treppe ist sehr lang. Du könntest auch springen, aber dann hast du die Gefahr, dass du an so einer Kante hängen bleibst und stirbst. Das ist natürlich nicht so cool. Also, wie der Bosskampf gleich verläuft, ist im Prinzip ganz einfach. Es spawnt immer erstmal einer. Mhm. Dann nach 45 Sekunden kommt ein zweiter. Nach 45 Sekunden kommt ein dritter. Nach 45 Sekunden kommt ein vierter. Und das geht immer so weiter. Also schnell zermatschen. Genau. Und aufpassen, die machen Magieangriffe. Die können, je weiter weg du von denen bist, desto mehr Schaden machen die. Also nah dran und drauf prügeln. Genau. Und halt gucken. So musst du auch so ein bisschen dein Leben natürlich managen, ne? Rausdringen. Wenn du schon siehst, dass du relativ lowlife bist, dann würde ich vielleicht gucken, dass ich. Irgendwie gerade, ne, irgendwie mich gerade kurz heilen kann. So, jetzt einfach nach vorne laufen und die Kamera die ganze Zeit drehen. Dann müsst ihr gleich irgendwo sehen. Da ist er. Direkt hinrennen und anvisieren. Das wird schon. Oh, oder auch nicht. Das ist ja auch ein Schild. Das könnte jetzt schaden. Oder auch nicht. Du hast Harvest-Rüstung an. Alles klar. Das geht aber voll. Das macht ja gar keinen Schaden. Ja, ich mauere auch noch. Oh, doch, stimmt. Aber 45 Sekunden, ne? Noch mal. Ach so. Ach. Ich dachte, die ganze Leiste war. Nein. Hier immer so eine Mini-Leiste. Die auch Teil der großen Leiste ist. Ausdauer ist halt immer so ein Problem. Ne? Oh, ist so gut rein. Ja, schön, dass du das. Jetzt müssen wir irgendwo der nächste auftauchen. Das ist halt immer ein bisschen blöd, der kann jetzt gleich auch hinter dir auftauchen, dann verlierst du 1-2 Sekunden. War jetzt so schnell, oder? Da ist er. Ja. Wenn du halt vor der Zeit den quasi besiegst, dann hast du ein paar Sekunden Verschnaufpause. Jetzt habe ich gepackt. Ah, Mann, Junge. Hier natürlich auch ein Grapple. Das ist voll Zeit jetzt. Mega viel. Also. Wenn du den jetzt besiegst, nicht. Aber die kommen halt so lange, wie die Leben haben, quasi. Ja, der Move dauert so lange, zieht ganz schön was ab. Ne? Mhm. Sei froh, dass du so eine schwere Rüstung dann hast. Macht halt gefühlt keinen Schaden bei dir. Four Kings ist im Prinzip einfach nur der Matchpist. Warum bin ich da so großartig mal oben rumgelaufen am Anfang? Anstatt unten direkt neben der Treppe her. Ach so, weil das Wasser noch da war. Ah. Du bist erst das Wasser ablassen, damit du dadurch konntest. Okay. Und jetzt hast du halt einen Teil von der Fürstenseele. Mhm. Und wenn du vier Stück hast, dann ist alles gut. Ich wollte gerade sagen, die haben gar keine Seelen gegeben, aber doch haben sie. Hallo. Bist du ein Feiner? Geh weg von meinem Feuer. Das ist mein Feuer, man. Ja, und jetzt kannst du zum Feuerling Shrine und dann kannst du dir überlegen, was du als nächstes machen willst. Du hast die Auswahl zwischen Katakomben,
Eine Zaubererbibliothek mit ganz viel Zaubern und möglichen Verfluchen. Ich würde den Typ nochmal ansprechen. Oder halt den Demon Ruins. There you are. I'll be heading down below shortly. Er wird aber noch bald hinuntergehen. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Okay, ja gut. Dann. Ja, wie gesagt. Jetzt hast du Auswahl zwischen den drei Möglichkeiten. Katakomben, Zauberbibliothek mit möglichen Verfluchungen oder. Ich vergesse das letzte Mal Demon Ruins. Mhm. Also wir zu den Demon Ruins. Mhm. Okay. Aber auf jeden Demon Ruins. Das Gute ist, wenn du die als erstes machst, dann kannst du dir ein Item sichern, was dir die Katakomben sehr viel leichter macht. Das klingt doch gut. Weil dann kriegst du so einen Hut, der leuchtet die ganze Zeit. Das heißt, für sehr dunkle Gebiete ist es natürlich praktisch. Warum laufe ich eigentlich gerade dahin? Ich hätte auch easy mit dem Leuchtfeuer reisen können. Hättest du auch, ja. Ich wollte einfach mal gucken, wo das hinführt. Und normalerweise müsstest du halt mit einer Laterne da rumrennen, die natürlich einen Slot klaut. Mhm. Da musst du halt immer zwischen Laterne und Schild wechseln. Okay. Deswegen ist der Hut natürlich sehr viel angenehmer. So, ans Lagerfeuer und dann kannst du zu der Tochter des Chaos. Da du kein Pyromant bist, kannst du nicht wählen, ob du Solaire rettest oder ihn tötest. Aber wie immer davor kniet so. Wobei könntest du doch eigentlich, aber ist egal. Hi, Eierdiener. Der Eierdiener. Wo es lang geht, weißt du ja, ne? Ja. Das wäre gut, dass du da schon warst. Oh, es wird so warm hier. Wer hat die Heizung angemacht? Ja, man merkt richtig den Unterschied zwischen 1 und 3 vom Gameplayer. Echt? Ja, der 3 ist viel schneller. Sehr viel schneller. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen wieder. Und da gibt es auch so Items, die zum Beispiel unterstützen, wenn du aggressiv spielst. Zum Beispiel für jeden Schlag kriegst du dann so ein bisschen HP zum Beispiel wieder. Mhm. Guck mal, da unten gibt es einen Typen, ne? Der verfolgt mich sogar. Mhm. Wenn du den verprügelst, dann hast du einen Spinnenkopf. Wird der mich angreifen? Das weiß ich, ja, wahrscheinlich. Und dann hast du auch einen Eierkopf. Ich will keinen Eierkopf. Dann musst du erst irgendwelche lustigen Sachen machen, damit du den wieder wegbekommst. Klingt schon mal nicht so geil. Ich weiß auch gar nicht, was der Eierkopf nochmal macht. Ich glaube, der raubt dir langsam immer TP oder so. Super. Ich hab schon wieder vergessen, ich hatte bis jetzt nur einmal in, weiß ich gar nicht, 15, 16 Playthroughs einen Eierkopf, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ah, wie ich sehe, überspringen sie die Taurus-Dämonen. Da hinten gibt's gar nicht wirklich was so. Nö, nur wenn du den Feuerring hast. Ach, weiß ja noch gar nicht. Hi. Aber die alle platt zu machen, ist schon ein bisschen nervig teilweise, ne? Wenn da zwei auf einmal kommen. Dann kommen da zwei auf einmal. Wenn du Pech hast, können zwei auf einmal kommen, wenn du halt nicht nur einen pullst, sondern beide. Ja. Wenn du einen Schritt zu weit nach vorne gehst, das ist ein bisschen schwierig. Diese Viecher, die von der Decke kommen und einen auf Wurm machen, die finde ich viel schlimmer. Ja, die sind nervig, ey. Vor allem, du wirst halt von denen immer rumgeschleudert, egal was du machst. Ja. Und die machen Schaden. Ziemlich viel sogar. Auf, aber links halten. Oho, da ist nämlich ein Loch rechts. So. Was bringen diese komische Glut eigentlich, die man da unten einsammeln kann? Die was? Diese große Glut oder so. Große Glut, wo hast du die eingesammelt? Bei dem Gang, Durchgang mit den 80.000 Würmern. Ach so, das, ja, das ist für die Feuerwaffen, ne? Ah, okay. Und die Feuerwaffen, die kannst du, glaube ich, nur in den Katakomben komplett schmieden. Bis 10, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mir, glaube ich, noch nie eine Feuerwaffe gemacht. Müsste ich irgendwann machen, für jedes Element eine Waffe bauen. Joa! Das Blöde ist nur, dass Sea, the Scaleless, weißt du, dieser Drache, der ist drop-resistent gegen alle Elemente. Das heißt, du machst
0,0 Schaden da drin. Zum Beispiel mit meinem Kleriker, mit meinem Faith-Build, habe ich mit meinem Schwert normalerweise so 800 gemacht, wenn das verzaubert war, und bei dem habe ich glaube ich irgendwie 300 gemacht oder so. Das hat übel lange gedauert, den kaputt zu hauen. Aber von denen ist tatsächlich auch eine gute Stärkewaffe. Das Ding? Mhm. Was für ein Zufall. Den Ring kannst du übrigens gleich wieder wechseln, den brauchst du jetzt nicht mehr. So machen wir das immer zu. Ignorieren, dass sie schlagen und einfach draufgehen. Ist so, ey. Kopf zermatschen. Ah, wir kommen gut voran, ey. Mit dem Bild geht das relativ fix. Willst du da runterspringen? Da ist die Treppe, ja. Ah, jetzt kommen die Wobbelviecher. Mhm. Unsere Kollegen, die Wobbles. Jetzt sind wir ja schon weiter als bei dir quasi, ne? Weil du hast ja jetzt schon einen gelegt. Ja, das stimmt. Nur hier halt noch nicht. Das wird ja bei deinem Playthrough sehr weit. Hallo Wurmi. Der sollte nicht so viel aushalten. Denk mal, zwei Hiebe, zwei kräftige und dann ist er weg. Aber der ist halt immer so wobbelig. Wobbel, wobbel. Und ein Lackfreund. Die kann man übrigens auch von der Bandai-Seite kaufen. Die sind dann so beleuchtet. Die Lagerfeuer? Mhm, das sieht cool aus. Kann man sich so irgendwo ins Regal stellen. Als Beleuchtung. Schon nice. Oh, hat was. Hat was! Ich habe Niki mal gefragt, ob die Beleuchtung haben will in ihrem Zimmer. Oto und ihre Antwort: Nein, ich mag kein Licht. Ich will es dunkel haben in meinem Zimmer. Das heißt, Niki ist ein Vampir. Das ist übrigens der Boss, der nach dem Typ kommt. Der hing da gerade so runter. Ich mach jetzt den Modus. Wie kommt es eigentlich, dass du heute so gut spielst? Ich habe so festgestellt, wenn du außerhalb deiner Komfortzone bist, dann spielst du immer besser. Zum Beispiel, wenn du was getrunken hast oder wenn du wie jetzt direkt von der Arbeit kommst. Junge, entspann dich. Ich will mich total gut. Im November kommt ja auch Halo. Könnte man eigentlich auch mal in Multiplayer spielen. Kann er das? Ja. Der ist wirklich glatt geworden. Ja, den mache ich auch nie. Weil mich eh nur nervt und bringt nichts. Hi, Wobbelze. Die finde ich witzig. Die sehen so aus, als wenn die keinen Schaden machen. Weil die können nicht was. Ja, die sind schon. Sollte man gar nicht meinen, ne? Das hier ist nicht so vonnöten, ne? Nee, für dich nicht. Weil da kannst du nur so leer retten. Weil du willst ihn ja lieber umbringen. Du Mörder! Ich hab den übrigens in meinem Livestream auch umgebracht. Lustig. Das ist halt die Power von Harvard Schild, ne? Hätte ich das gemacht, ich wäre tot gewesen. Ja, guck mal, wie ist das? Jetzt lebst du da. Ja. Hast du bei dir eigentlich auch Harvards Rüstung an? Ja, aber ich kann den Schild noch nicht tragen. Oh, das ist natürlich nicht so geil. Der Schild, der macht halt schon echt viel aus, ne? Ja. Guck, das zieht nichts ab. Der Schild ist einfach voll OP, Mann. Jetzt sieht das aber sogar Leben ab, eine ganze Menge noch. Ja, mir auch. Also wenn du mit einem normalen Schild rumläufst, dann tut das richtig weh. Aber so ist der halt easy, ne?
frisst kaum Ausdauer und kaum HP. Scheiße, was macht er? Wollte ich nicht. Oh, dein Schild ist kaputt. Was mach ich denn? Damit erhöhst du deine, deine Defensive. Ah, dein Schild ist jetzt kaputt. Ich wollte meine Defensive nicht erhöhen. Muss ich jetzt wechseln? Ah, fuck, ja. Das ist schlecht im Kampf. Das stimmt. Das heißt, wir müssen gleich kurz in den Schmied und das Ding wieder reparieren. Der sollte eigentlich trotzdem noch einigermaßen machbar sein. Jetzt sind wir. Jetzt wird's spannend. Er heilt sich einfach, während er hier voll am Rumballern ist. Oh oh. Das geht auch nicht. Jetzt. Jetzt blockt der eigentlich wie ein normaler Schild. Schon so witzig. Ja, den kannst du jetzt easy entkommen. Jetzt geht er auf Konfrontationskurs. Das trifft er wieder auf einem Schild, ey. Kacke. So, so, so. Okay, scheiße, ich hab's machen können. Ah, danke. Nochmal. So, Bums. Das ist so easy. Da fällt er. Der Wobbelziller. Menschlichkeit. Schon wieder eine Glocke zu deinem Gedenken. Und Dämonenschleuniger. Das ist auch gut. So, jetzt kannst du erstmal genau da lang gehen und da ist so eine Treppe links, die kannst du hochgehen. Dann kannst du einen Shortcut freischalten, dann kannst du zum Schmied wieder zurück und den Weg aber relativ easy wieder runtergehen. Vielleicht schaffen wir dann gleich noch den nächsten Boss und dann haben wir, glaube ich, wieder ganz gut was zusammen. Material. Ein Martin. Wo kommt diese vierte Keule hier nochmal? Aus dem Sumpf. Blindtown. Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Ach, da, wo die ganzen Giftleute sind. Genau. Und da, wo diese lustigen Leute stehen, die mit Steinen beschmeißen. Ach, dahinter lag die Keule, ne? Ja, genau. Okay, da muss ich im Zweifel auch nochmal Medi auch noch holen. Die ist schon heftig, ne? Ja. Aber ich finde den Zweihänder eigentlich auch ziemlich gut. Ist auch gut, und den habe ich halt nur auf plus 10, ne? Kann ein bisschen mehr Druck vertragen. Kannst du ja machen. Hol dir doch die große Glut. Da auf die Platte. Und wo kriege ich die denn her? In der Geisterstadt. Kannst du einfach mal googeln. Genau, jetzt gehst du nicht da lang, sondern da, genau. Weißt ja, wo du bist. Kannst du googeln, einfach Dark Souls Remastered und dann Large Ember oder so. Mhm. Und dann bist du direkt eine Wegbeschreibung dazu finden. Aber denk dran, du musst erst die Geister platt machen, das Wasser ablaufen lassen und dann kannst du wieder. So, jetzt teleportierst du dich eben kurz zum Schmied und dann musst du deine Würfel reparieren lassen. Dein Schild. Der Move ist halt ganz witzig so, aber ist es, finde ich, von rein, was die Nachteile angeht, nicht wert. Aber war ja wahrscheinlich eher aus Panik als wirklich gewollt. Was jetzt? Das mit dem, wo du dein Schild kaputt gemacht hast. Ja, das war nicht der Plan.
So, ich mache jetzt mein Schild kaputt. Waffe stärken. Ausrüstung reparieren. So, sorry. Mhm. Einmal das. Ja, kannst einmal durchmachen eigentlich. Hast du genug. Kannst du die Rüstung mal reparieren. Kannst auch wieder, genau. Und dann einfach alles durch. Das kostet nicht viel. 39 kostet das mal. Arbeitsrüstung ist eh ein Stein, aber wenn man eh schon mal da ist. So, dann kannst du ins Lagerfeuer, Tochter des Chaos und denselben Weg wieder zurück. Aber hat mein Move den Schild kaputt gemacht, oder? Ja, der Move war das. Der zieht nämlich die Hälfte von der Haltbarkeit ab. Oh Gott. Hi, wer bist du denn? Das ist auch wieder so ein Geist. Das auch. Der, wie gesagt, erhöht halt deine Standhaftigkeit nochmal, dass sie dich nicht so easy wegballern. Mhm. Aber verringert halt die Hyperkettenschütze, die Hälfte. Das ist natürlich sehr heavy. Das ist im Prinzip bei den Drachenwaffen. Ich bin Havel, das kleine Krokodil. Ich kann kämpfen und davon ganz schön viel. Sieht schon heftig aus. Die Beleuchtung ist cool, ne? Ja. Yeah, ich bin krass. So, und jetzt musst du denselben Weg wieder zurücklaufen, den du gerade gelaufen bist. Genau da. Ja, war schon richtig. Und da kannst du im Prinzip die Treppe einmal runterlaufen. Jo. Und wenn wir dann die Seelen alle zusammen haben, dann geben wir mal in den DLC rein. Und nach dem DLC machen wir noch die Lost Places und dann geht's zum Endboss. Oh, Feuer! Du Dreckschwein! Ich hab mich angezündet. Dann snap ich mich ein. Da kannst du eigentlich runter. Ja. Sollte eh nicht viel fressen an Leben. Dann kannst du da mal kurz rasten, dich menschlich machen. Dann kriegst du nämlich Unterstützung vom guten Solaire. Und dann könnte ich dir einen Weg nennen, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Weil wenn du durchs Bossgate gehst, kannst du direkt rechts und dann wieder rechts. Dann kommst du auf eine größere Plattform. Weil da, wo du jetzt gleich reingehst ins Gebiet, sind so kleinere Plattformen und zwischen den Plattformen ist Lava. Und da musst du dann gegen den Boss kämpfen. Und auf dieser Plattform, wo du am Anfang bist, die ist halt sehr klein, da würde ich nicht gerade gegen den kämpfen, das ist immer ein bisschen schwierig. Kommt sofort der Boss gleich? Mhm. Warum sind die Bosse so nah beieinander, ey? Weiß nicht, ich finde das anscheinend witzig. Wahrscheinlich, weil der letzte Boss von dem Gebiet kein richtiger Boss im eigentlichen Sinne ist. Du musst halt nicht wirklich gegen den groß kämpfen. Muss halt nur überleben. Aber da gibt's schon irgendwie eine Seele oder so, ne? Ja, ja. Wer ist denn das denn jetzt? Der jetzt kommt? Ja. Das ist der Centipede Demon. Das ist quasi so eine Tausendfüßler-Missgeburt, könnte man sagen. Aber ist doch keiner von den vier Typen, die mir. Nein, nein. Da ist er. Solaire. Solaire! Der Sunbro. Er hilft dir immer. Allerdings wird er nach dem Kampf wahnsinnig. Da musst du ihn töten und dann ist er weg. Echt? Ja. Du kannst ihn auch retten, aber dafür hast du nicht die Fähigkeiten. Okay. So. Also, ich sag dir gleich den Weg. Der ist zwar ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du den überlebst, wenn du nicht springen kannst. Aber das sehen wir gleich. Eine Cutscene. Da rechts den Weg entlang gleich. Und den hast du vorher schon gesehen. Den konntest du auch vorher schon sehen, weil du da die ganze Zeit hängst. Und der kommt jetzt runter, gegen den müssen kämpfen. Und rechts den Weg entlang rennen. Genau.
Aber wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Im besten Fall über die Lava springen, wenn du es schaffst. Mhm. Weil sonst zieht es ein bisschen viel ab. Und nach dem ersten Mal, wo du über die Lava gesprungen bist, durchrennen bis zum nächsten Lavatümpel. Davor kurz heilen und dann rüberspringen und weiter rennen. Genau. Da. Ui. 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 Ui, ja. Springen ist kacke. Ja. Das ist immer das Problem. Soll ich die ganz kurz hinbringen? Man soll wahrscheinlich ohne springen, oder nicht? Ich weiß nicht, das zieht halt quasi pro Step-Up, glaube ich. Nee, wenn, warum muss ich überhaupt darüber springen? Weil er dir pro Schritt was abzieht. Und du springst hier, glaube ich, nur als einen Schritt. Das heißt, da kriegst du weniger Schaden. Warum muss ich da rechts rüber, meine ich? Ja, meine ich ja. Was, wenn ich da stehen bleibe am Anfang und da gegen den Camp theoretisch? Ach so, ja, kannst du auch, aber da ist halt nicht viel Platz, ne? Das ist ein bisschen unübersichtlich. Also, wenn du willst, kannst du es natürlich machen, aber ich mag das eigentlich zu kämpfen, wie gesagt, weil das ja so unübersichtlich ist. Weil der Gegner an sich schon riesig ist, dann hat die Kamera schon Probleme und dann ist da noch eine Wand und dann hat die noch mehr Probleme. Und dann wird das Ganze sehr hektisch. Das sieht aus, ey. Schneller bin ich jetzt auch nicht. Ich hab schon alles leicht an, bis auf das. Und den Schild. Ja, passt schon. Versuch einfach nochmal. Also noch genug Humanity. Das sieht aus, ey. Mein Name ist Hausfrauenhavel. Ich will eine Granny. Oder er ist auch Ringgeisthavel. Das geht natürlich auch. Ringgeist und Granny in 1. Die Ringgeist-Granny. Aber das ist halt immer mit dem Risiko verbunden, dass wenn du natürlich daneben springst, auch verbrennst direkt, ne? Das ist natürlich so ein bisschen der Downer. Deswegen musst du jetzt selbst entscheiden, wo du lang willst. Bleibst du am Plateau stehen oder gehst quasi zur größeren Plattform. Und er ist echt hilfreich im Kampf, finde ich. Also mir hat er immer gut geholfen. Im Internet liest du immer, dass er einfach ins Feuer geht und stirbt. Direkt zur Spitze. Genau. Perfekt. Und jetzt da weiterlaufen. Nur dann vor der nächsten Pfütze kurz heilen rein. Jetzt heilen. Und da quasi durch, über diese Querung auch wieder springen einmal. Ja, perfekt. Und dann dahin zum Item, das aufsammeln, heilen und warten. So, jetzt müssten die gleich hier rüberkommen. Das ist schon so leicht hinterher rennt. Bleib stehen! Der hat aber gar nicht so viel verloren. Nö, so der ist auch krass. So, und jetzt musst du quasi gehen ein bisschen weiter nach hinten am besten von diesem Plateau, weil der Typ, der kommt jetzt langsam aber sicher zu dir und hat so einen Fernkampfangriff, den du aber mit dem Schild eigentlich relativ easy halten solltest. Da kann das ja ein bisschen, ja. Ja, das geht doch nicht, das ist so weit weg. Jetzt. Ah, pass auf. Ein bisschen easy. Der haut sich halt weg, aber kannst trotzdem relativ leicht mit dem Schild abblocken. So, jetzt kannst du schon hinlaufen, jetzt kommt jetzt ein Lager raus. Jetzt warten, jetzt kann ich keinen Schaden machen. Nicht zu weit nach hinten gehen, Lava. Nein, brauchst du. So. Und noch. Ah, jetzt und Ausdauer. Und Lava auch aufpassen natürlich. Und wenn du unter ihm stehst, dann kann er sich auch aufpassen. Zu lange. Ja. Immer so ein bisschen an den Beinen bleiben, genau. Was er denn jetzt schon bekommen? Du kannst ja eigentlich erst nach dem Tod von irgendwie lustig. Achso, der ist auch noch am Leben. Okay, dann macht das ja gar keinen Sinn. Egal. Vielleicht hast du ihn so kräftig geschlagen, dass aus ihm rausgefallen ist. So. Und jetzt ziehst du den Ring mal an, den du gerade bekommen hast. Irgendwie verkohlter Eisenring oder so heißt der. Runter, genau. Da, orangen verkohlter Ring, da war er gerade. Da. Ja. So, BB. Und dann laufen wir wieder bis zu dem Ausgangspunkt. Muss ich jetzt noch springen? Nö, jetzt kannst du laufen. Ah.
So, jetzt guck mal ein bisschen, bleib mal stehen. Guck mal ein bisschen nach rechts. Siehst du da, dieses Loch da vorne? Ja. Da musst du hin. Zieht halt immer noch ein bisschen was ab, aber nicht mehr anderen zu viel, ne? Ist quasi. Ich weiß nicht, wie man das Item da bei den Tauren kriegen kann, was in der Lava rumliegt. Genau so. Aber da hab ich schon gedacht, überlegt man das denn, ne? Du hast wahrscheinlich auch ein, zwei Mal versucht, da reinzuspringen. Nee, ich habe einmal aus Versehen Lava berührt, hat mir die Hälfte ein Leben abgezogen. Und dann hat mir, na, wenn ich da reingehe und das Item aufsammle, ist ja voll dumm. Und jetzt kann ich das wieder umtauschen? Nee, das brauchst du noch. Sprich dir mal an. War nicht erstmal hier? Ja, kannst du auch, ist egal. Da sind keine Gegner. Nicht, dass der Typ mich aber auch verprügeln will. Nein, das ist nett. Ja. So leer. Aber ich sollte vielleicht mal vorher noch leveln. Das stimmt. Heiliger. Achtung vor den Tränen. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Why? Er ist verzweifelt, weil er die Sonne immer noch nicht gefunden hat. After all this searching, I still cannot find it. So, wollen wir hier einen Cut machen? Mhm. Haben wir ja ganz gut was geschafft heute. Thank you.